Höchste Zeit, dass sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man ihnen gesagt, gegen wen es geht? Der Anwerber hat sich ziemlich vage ausgedrückt. Wir bekämen kaum Leute, wenn jeder die Wahrheit kennen würde. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Ich komme schon hin. Zeigen Sie mir nur, wo die Brücke ist. Ihre Einstellung gefällt mir. Aber wir haben schon einen Plan am Laufen. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Selbstmord, Idiotie. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann's losgeht. Die Brücke ist also der einzige Weg zu seinem Versteck? Genau. Archangel hat alle unterirdischen Gänge gesprengt und die Türen zu den unteren Ebenen versiegelt. Einige unserer Teams graben, aber das dauert zu lange. Wenn sie den Jäger wieder in die Luft bekommen, wäre das eine große Hilfe. Aber ich hoffe darauf, dass das Infiltrationsteam seinen Job macht und wir alle nach Hause gehen können. Sie haben einen Jäger eingesetzt, um einen einzigen Typen auszuschalten? Ja. Und Archangel hat ihn abgeschossen. Er hat ihn nicht zerstört. Aber er wusste genau, wo er ihn treffen musste, um ihn außer Gefecht zu setzen. Der Kampf war nicht besonders fair. Wenigstens nicht für uns. Wo ist das Infiltrationsteam jetzt? Am anderen Ende der Brücke, in der Nähe seines Verstecks. Aber sie können nicht weiter, ohne gesehen zu werden. Wie sind sie denn so nah rangekommen, ohne gesehen zu werden? Mehr Ablenkung. Tarek hat einen Jäger eingesetzt, um Archangel zu beschäftigen. Ein paar Männer haben es bis in sein Versteck geschafft, bevor er den Jäger runtergeholt hat. Aber die sitzen jetzt dort fest. Wir müssen dafür sorgen, dass Archangel sich nur auf die Brücke konzentriert, damit er sie nicht findet und ausradiert. Was wissen Sie über Archangel? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kümmere mich nur um die Logistik. Tarek und die anderen Söldnerbosse haben schon eine ganze Weile mit ihm zu tun. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn Sie nicht gerade begeistert davon sind, mit einem Freischaffenden zu reden. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Das Reinkommen wird leicht. Und das Rauskommen macht sicher Spaß. Wir sollten ihn erstmal finden. Dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. Gut, sind wir mal gespannt. Es ist natürlich nicht schlecht, wenn wir uns hier ein bisschen umhören, denn je mehr Informationen wir haben, desto mehr können wir dann Archangel mitteilen, damit er hier lebend rauskommt. Denn wir wollen ihn ja für unser Team rekrutieren. Wir wollen ihn ja nicht bekämpfen, wie es ja momentan aussieht, sondern er soll ja eigentlich hier lebendig rauskommen. Das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall die Seiten wechseln. Shepard, ich habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Gut, und genau das ist auch noch eine Sache. Nicht bloß die Informationen hier sammeln, sondern wir können auch noch ein bisschen Sabotage betreiben, wenn wir schon mal hier sind. Da ist Edie ganz praktisch. Die informiert uns über solche Sachen, aber erstmal würde ich sagen, während die erste Welle schauen wir uns ein bisschen versucht um. Das Infiltrationsteam Archangel zu überraschen. Brauchen Sie was? Führen Sie Eclipse an. Haben Sie das ganz alleine rausgefunden? Ich bin Jareth, Anführer von Eclipse auf Omega. Was wollen Sie? Das Hauptaugenmerk des Angriffs liegt also auf dem Infiltrationsteam? Es ist Tareks Plan, nicht meiner. Er will nicht noch mehr Männer verlieren, darum schickt der freischaffende Visier an die Front. Archangel kann nirgendwo hingehen, also wird es nicht schaden, es mal zu versuchen. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja Glück. Sie verstecken sich also einfach hier, während die Freischaffenden draufgehen? Ganz genau. Sie werden dafür bezahlt, ihn zu beschäftigen. Mehr nicht. Ob sie überleben oder nicht, liegt ganz an ihnen. Warum ist Eclipse überhaupt auf Omega? Wenn ihnen so viel daran liegt... Eclipse kontrolliert etwa 20% von Omega. Unsere Transporter und Mechs halten das E-Zero in Bewegung. Klingt sehr organisiert. Eclipse ist eine gut geölte Maschine. Aber Omega ist alles andere als organisiert. Es ist ein ständiger Kampf um die Kontrolle. Und plötzlich taucht dieser Archangel auf und macht alles noch komplizierter. Warum macht Archangel ihnen so viel Ärger? Fragen Sie ihn. Ich bin nur hier, um so viel Kohle wie möglich zu machen. Wir sind nicht nach Omega gekommen, um von Gesetzen und Vorschriften eingeschränkt zu werden.
Er wird es noch bereuen, jemals nach Omega gekommen zu sein. Das verspreche ich Ihnen. Klingt, als wäre es was Persönliches. Er hat letzten Monat einen meiner Transporte überfallen und zwei meiner besten Agenten getötet. Einer von ihnen war mein Bruder. Ja, verdammt, es ist was total Persönliches. Was wissen Sie über Archangel? Seine Lebenserwartung sinkt rapide. Ist das alles? Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Sehen Sie sich um, dann erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Er ist klug, er ist einfallsreich und er ist gefährlich. Aber wir haben ihn in die Enge getrieben. Er wird uns nicht mehr lange zum Narren halten. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen? Woher ist er gekommen? Wer ist er? Das wussten nicht mal seine Leute. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir seine Leiche haben. Obwohl es dann eigentlich schon egal ist. Ich gehe dann mal. Gute Idee. Also Jareth sieht sehr interessant aus für einen Salarianer, muss ich sagen. Eine tolle Gesichtsfärbung. Und ja, er ist der Anführer von Eclipse. Und Eclipse ist eine Söldnertruppe, die generell größtenteils aus Salarianern besteht. Die Salarianer selbst sind nicht allzu stark von der Kampfkraft her. Allerdings setzen die eben Max ein. Und das ist ein bisschen kritisch dann. So. Tarek. Ich habe mit Garm gesprochen und er und seine Männer sind dabei. Sollte die Operation erfolgreich sein, können wir mit optimaler Moral und völliger Zustimmung seitens der Männer rechnen. Wegen der bereits erlittenen Verluste ist es allerdings möglich, dass wir für das Erreichen unseres nächsten Ziels nicht genügend Leute haben. Dabei ist natürlich klar, dass keine unserer Organisationen ohne die Unterstützung der anderen beiden gegen Arya eine Chance hat. Jareth. So, man will also auch noch eine Kampflinie, eine Frontlinie gegen Arya bilden. Das ist ja auch interessant. Natürlich, Arya kontrolliert den Großteil von Omega und da will man natürlich ein bisschen Abhilfe schaffen. Ist logisch. So, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt lang gehen müssen. Okay, wir müssen den anderen Weg nehmen, da ist es gut, dass wir hier reingehen. Wir sacken natürlich ein bisschen Element Zero ein. Die Unterlagen nehmen wir auch noch mit. Je mehr, desto besser. Da können wir ein bisschen Kohle noch gleich mitmachen. Und das ist das letzte Match. Das ging aber richtig schnell hier, ist ja Wahnsinn. Alles äußerst nah beieinander. So, und die Diagnosestation für schwere Mechs. Da können wir mal die Freund-Feind-ID umgehen. Wenn wir das machen, greifen die Mechs ihre eigenen Herren an. Das ist doch schön, oder? Ach Quatsch, das wollte ich nicht. Ich wollte das. So, die noch. Die und das sind die letzten. So, damit brauchen wir von dem Max schon mal nichts mehr zu befürchten. Zielparameter neu konfiguriert. Das müsste sie ausbremsen. Das heißt... Gute Arbeit. Er wird nicht mehr so freundlich sein, wenn sie ihn aufwecken. Mhm. Das heißt, wenn Eclipse dann angreift, haben die ein großes Problem, denn ihr eigener Mac wird sich gegen sie wenden. Dann haben wir die schon mal aus dem Verkehr gezogen. Gut. Geht's hier weiter, oder... Nee, ich glaube nicht. Okay, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ah, hier ist Garm, siehst du mal, der Anführer des Bloodpack. Sie sind am falschen Ort, Freischaffender. Sind Sie der Anführer des Bloodpack? Garm heiße ich. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich sitze hier fest und warte, bis Sie und die anderen Freischaffenden mit dem Kriegsspielen fertig sind. Stellen Sie Ihre Fragen und dann gehen Sie. Wann greift das Bloodpack an? Der verdammte Tarek will, dass wir warten. Ich hasse warten. Aber er sagt, die Suns hätten einen Plan und wollen nicht, dass wir ihnen in die Quere kommen. Ah, wir sollen warten, bis Eclipse eine Max schickt. Mal sehen. Warum ist das Bloodpack auf Omega? Wir sind die Eingreiftruppe auf dieser verdammten Station. Wenn sie Schutz brauchen oder jemand verschwinden soll, sollten sie mit uns reden. Das Bloodpack ist überall auf Omega. Alle lieben uns. Und alle hassen uns. Ich glaube, Archangel hasst eigentlich nur sie. Er ist ein verspanntes Arschloch und mir ist völlig egal, was er von mir hält. Aber er kostet mich Männer und ist schuld daran, dass ich für mein Sold arbeiten muss. Ich werde ihn heute aus dem Verkehr ziehen. Warten Sie es nur ab. Ich bin der Einzige, der schon mal einen Zweikampf mit ihm ausgetragen hat. Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein gewaltiges Ärgernis. Er ist ein Turianer. Also noch ein Stück hässlicher als sie. Und er ist tapfer, bis ihm klar wird, dass man mehr auf dem Kasten hat, als er dachte. Klingt, als hätten sie Erfahrungen am eigenen Leib gemacht. Er hat mal versucht, mich fertig zu machen. Hat gewartet, bis ich allein war. Es war der längste Kampf meines Lebens, aber ich konnte ihn in Schach halten, bis meine Männer aufgekreuzt sind. Danach war er nicht mehr so knallhart. Wir haben ihn über halb Omega gejagt. Fast hätte ich ihn gehabt.
Aber der schmierige Mistkerl konnte entwischen, bevor wir ihn in Gewahrsam hatten. Ich muss jetzt los. Wurde aber auch Zeit. Diese tollen Kommentare, man, danach war er nicht mehr so knallhart. Naja, ist ja logisch, du würdest dich auch zurückziehen, wenn du gegen eine Übermacht kämpfen musst, oder? Wäre dumm, einfach stehen zu bleiben und sich töten zu lassen. Lassen Sie uns in Ruhe. Ja, ja, ich gehe ja schon, du kleiner Vorjar-Pisser. So, bei denen können wir jetzt erstmal nichts machen. Das Problem mit dem Bloodpack ist, da gibt es, ja, das war's für ihn. Beim Bloodpack gibt es nicht allzu viel zu sabotieren. Da drüben sehen wir übrigens Archangel schon, da taucht er immer mal aus der Deckung auf. Ja, das Problem ist, da gibt es nicht allzu viel zu sabotieren, weil das Bloodpack seine Stärke einfach aus der Kampfkraft seiner Mitglieder bezieht. Das sind vor allem Kroganer und Vorjar. Und die haben gute Regenerationskräfte und vor allem die Kroganer sind halt auch übelste Frontsäule, ne? So, wir hacken da mal kurz hier den Spaß. Haben wir hier was in der Nähe, was dazu passt? Das hier, oder? Ja. Das und das. Schön. So mag ich das, wenn die Sachen gleich alle beieinander sind, wenn man nicht lange darauf warten muss. Denn wenn man lange darauf warten muss, dann kommt man auch immer ins Grübeln, ob man es nicht vielleicht doch übersehen hat, das Richtige. So, jetzt umgehen wir aber mal noch die Tür. Versperrte Türen sind immer ein gutes Zeichen, das heißt eigentlich immer, man findet irgendwas von Wert. So, wo haben wir... Hier haben wir mal. So, dann haben wir... Sag mal, das ist aber auch komisch aufgebaut hier, Mensch. Hier ist alles kreuz und quer. Aber gut, hab's ja hingekriegt. So, schauen wir mal, was wir hier finden. Okay, hier ist noch einiges Zeug. Waffenlieferung der Blue Suns. Das könnte nützlich sein. Waffen, Maschinenpistole, Schaden, das ist gut. Wir tragen ja selbst auch eine Maschinenpistole, von daher ist das gar nicht so schlecht. Noch ein paar Credits. Und noch ein bisschen Muni. Sehr schön. Okay, sogar noch Medigel gefunden. Mensch, das ist ja nochmal ein richtig schönes... Eine richtig schöne Ecke zum Ausrüsten hier. So, hier drüben. Da gehen wir, glaube ich, gleich rein. Vorsicht! Ich suche Sergeant Kefka. Ich auch, Kumpel. Er ist da drüben und arbeitet an dem Jäger. Wir gehen über die Brücke, wenn er den Befehl erteilt. Reden Sie mit ihm, wenn Sie meinen. Aber ich hab's nicht eilig. Ich komme gleich wieder. Viel Glück. So, bleib mal lieber hier. Am besten du greifst gar nicht erst mit an. Und da drüben haben wir Kefka und seinen Assistenten. Um den Jäger müssen wir uns auch noch kümmern, denn der ist ja gerade in der Reparatur. Vielleicht können wir das irgendwie verhindern. Kafka? Sergeant Kafka. Sie müssen die Gruppe sein, die Sorki erwähnt hat. Sie kommen genau rechtzeitig. Sorki? Sie haben ihn getroffen, als Sie abgesetzt wurden. Er hat über Funk durchgegeben, dass Sie kommen. Sie drei unterscheiden sich deutlich von den meisten anderen Freischaffenden. Wie auch immer. Das Infiltrationsteam gibt in Kürze das Signal. Archangel wird nicht mal merken, was ihn erwischt. Irgendwelche Fragen? Jetzt ist vermutlich die letzte Gelegenheit dafür. Geben Sie uns mit dem Jäger Deckung. Ha, Tarek ist der Einzige, der damit fliegt. Außerdem ist er noch nicht so weit. Dieser Mistkerl von Archangel hat ihn beim letzten Einsatz übel mitgespielt. Noch ein paar Handgriffe und er ist wieder wie neu. Warum koordinieren Sie den Angriff und reparieren Jäger? Ich gehöre zur Infiltrationsgruppe. Unser Team arbeitet mit dem Jäger zusammen. Ich organisiere hier die Freischaffenden und sorge dafür, dass der Jäger einsatzbereit ist, wenn er gebraucht wird. Unser Plan lautet also einfach unbeirrt nach vorne zu laufen, immer in Richtung Archangels Gebäude? Und dabei nicht zu schnell umgelegt werden. Die Ablenkung funktioniert nur, solange Sie am Leben bleiben. Sie müssen es ja nicht bis ganz rüber schaffen. Sorgen Sie nur dafür, dass Archangel auf die Brücke achtet. Den Rest übernimmt das Infiltrationsteam. Wie kommt das Infiltrationsteam an Archangel ran? Sie haben zwei Optionen. Sie erwischen ihn im Nahkampf und erledigen den Mistkerl von Angesicht zu Angesicht. Falls das nicht klappt, haben Sie Sprengladung. Dann brauchen Sie etwas Zeit, um sie scharf zu machen. Die Brücke ist also der einzige Zugang? Zumindest solange der Jäger außer Gefecht ist und die Sprengeinheit noch an den Tunneln arbeitet. Sehen Sie, wir haben einen Plan. Es ist nicht nötig, dass Sie hier mit revolutionären neuen Ideen ankommen. Tun Sie einfach Ihren verdammten Job, kassieren Sie Ihre Credits und hauen Sie dann wieder ab. Führen Sie den Angriff an? Tarek bezahlt mich nicht fürs Kämpfen.
Ich plane nur die Angriffe und repariere den verdammten Jäger. Freischaffende wie Sie haben das Privileg. Roger, Bravo Team, los, los, los! Auf Archangel wartet eine ordentliche Überraschung. Aber das heißt, dass ich jetzt weitermachen muss. Ich muss ihn wieder auf 100% Leistung bringen, bevor Tarek beschließt, dass er ihn braucht. Sind wir mal ein bisschen böse? An der Stelle zahlt sich das aus. Sie arbeiten zu... Tja, los geht's. Archangel hat Probleme. Nicht viel Zeit. Wir haben nichts Besseres zu tun. Gehen wir. Wir bereiten diesen Kern selbst eine Überraschung. Feindbeschuss. Ist mal ein interessantes Team, mit dem ich hier in den Kampf gehe. Ja, und an der Stelle musste ich dann mal ausnahmsweise... Er gehört zu Archangel. Ja, an der Stelle musste ich mal ausnahmsweise was Böses tun, denn das erleichtert uns einfach die Arbeit. So, aber wir können vielleicht mal darauf... Ja, da fliegt er durch die Gegend. Oh, da sind noch mehr vorne. Lass mich mal hier... Ach, Mordin. Das war doch meine Deckung. Du hast da was verwechselt. Oh, schön, da war er gerade vereist. Habe ich jetzt gerade erst gesehen. So, ich sag mal hier ein bisschen Medigil ein. Eigentlich brauchen wir es, glaube ich, gar nicht, aber macht nichts. So, und ansonsten ein bisschen Muni kann ich schaden. Und dann gehen wir mal hoch zu Archangel. Dem geht's noch ganz gut, das ist schön. So, ich gehe aber mal ganz kurz hier noch ein bisschen Zeug einsammeln, solange wir noch nicht im großen Gefecht sind, sozusagen. So, das lasse ich vielleicht mal. Die Medikits brauche ich ja jetzt noch nicht alle zu plündern. Momentan ist es einfach noch nicht nötig. So, wäre noch der eine hier. Tja, mein Freund. Die Singularität ist schon praktisch, muss ich sagen. Und da ist Archangel. Archangel? Garrus ist wieder da. Dachte sie dann tot. Ach, ist das nicht schön. Garrus, was machen Sie denn hier? Ich will im Training bleiben und veranstalte deshalb Zielübungen. Sind Sie in Ordnung? Es ging mir schon besser, aber es tut gut, mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Söldner beseitigen ist ein harter Job. Vor allem ganz allein. Was machen Sie hier draußen auf Omega? Ich hatte die Schnauze voll von dem ganzen bürokratischen Müll auf der Citadel. Ich dachte, alleine könnte ich mehr bewirken. Zumindest ist es kein Problem, hier Verbrecher zu finden. Ich muss nur auf irgendjemanden zielen und abdrücken. Wie ist es Ihnen gelungen, jede Söldnerorganisation in den Terminus-Systemen so schrecklich wütend zu machen? Es war nicht leicht. Ich musste hart dafür arbeiten. Ich bin erstaunt, dass Sie sich zusammengetan haben, um mich zu bekämpfen. Sie müssen mich wirklich sehr hassen. Seit wann nennen Sie sich denn Archangel? Den Namen haben mir die Einheimischen gegeben. Wegen meiner vielen guten Taten. Ich mag ihn, aber bitte, für Sie reicht einfach Garrus. Das ist aber schön. Sie haben mich übrigens ein paar Mal ganz ordentlich erwischt. Hat er? Nur Betäubungskugeln, ohne Schaden. Aber die Söldner sollten nicht misstrauisch werden. Aha. Wenn ich nicht nur ihre Schilde hätte ausschalten wollen, hätte ich das auch getan. Außerdem haben sie sich sehr viel Zeit gelassen. Ich musste sie in Bewegung bringen. Also, reingekommen sind wir. Aber das Rauskommen wird bestimmt nicht ganz so leicht. Nein, wird es nicht. Diese Brücke hat mein Leben gerettet, weil all diese dämlichen Idioten genau in mein Schussfeld gelaufen sind. Aber andersrum funktioniert's genauso.
Sie pulverisieren uns, wenn wir es auf dem Weg versuchen. Warten ist aber auch keine besonders gute Option. Gibt's sonst noch Vorschläge? Bis jetzt konnte ich sie von hier fernhalten. Und jetzt, wo wir zu viert sind. Ich schlage vor, wir halten die Stellung, warten auf eine Schwäche in ihrer Verteidigung und nutzen dann unsere Chance. Es ist kein perfekter Plan, aber es ist ein Plan. Wie konnten Sie nur in so eine Lage geraten? Meine Gefühle waren meinem gesunden Menschenverstand im Weg. Ist eine lange Geschichte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bringen mich lebend hier raus, dann erzähle ich Ihnen alles. Was? Menschenverstand? Du bist kein Mensch. Na gut, was soll's. Wenn wir als Team kämpfen, können wir Sie auf Distanz halten. Sie haben recht. Hier drinnen hilft Ihnen Ihre Truppenstärke überhaupt nichts. Mal sehen, was Sie vorhaben. Sie scheinen zu wissen, dass Ihr Infiltrationsteam versagt hat. Sehen Sie selbst, Speer. Eclipse würde ich meinen. Das sind weitaus mehr als nur Speer. Stimmt. Wir sollten uns bereit machen. Ich bleibe hier oben. Von dieser Position aus kann ich jede Menge Schaden anrichten. Und Sie machen das, was Sie am besten können. Wie in alten Zeiten, Shepard.